Heute bewerte ich mal alle Fahrzeuge, die $1 Million oder mehr kosten in Jaybreak. Fangen wir an mit dem Army Heli. Ich ordne den Army Heli in Ordnung, also B-Tier ein. Begründung kommt jetzt. Also der Army Heli hat eine Höchstgeschwindigkeit von 130 mph oder 132 habe ich auch mal geknackt, glaube ich. Also man kann hier sehen, 131, 132 mph knackt der Army Heli. Was ich cool finde, sind diese Bomben, die man zielen kann, also mit F. Boom. Und die Bomben, die hat aber auch der normale Heli mit B oder allgemein fast jeder Heli, auch der hier hat die. Die sind ganz nice. Er hat einen weiteren Sitzplatz mehr als dieser Heli. Auf jeden Fall hat der Heli eine Höchstgeschwindigkeit von 100 mph, der Army Heli eine Höchstgeschwindigkeit von 131. Also da muss ich auf jeden Fall sagen, 30 mph mehr und man muss $1 Million zahlen, finde ich schon sehr krass. Aber wenn man das einfach mit diesem Heli hier vergleicht, ist es schon sehr krass, wie teuer der Army Heli eigentlich ist. Der Free Heli ist halt aktuell der bessere. Kommen wir jetzt zur Drone. Die Drone würde ich in gut einteilen. Also die Drone kostet $1 Million. Die kann so hoch fliegen auf der normalen Straße. Natürlich, wenn ich hier bin, kann sie noch höher fliegen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt so 140, glaube ich, so um den Dreh. Auf jeden Fall finde ich die Drone gut. Was ich schade finde, sind die Bomben, also das mit B oder F. Und die Rope, die fehlt mir irgendwie hier, dass es dann in sehr gut wäre. Natürlich könnte man dann auch ein bisschen mehr zahlen. Aber es fehlt mir halt, die Beschleunigung finde ich sehr gut. Ich meine, wenn es gerade hier zum Beispiel ein Police hinkommt, kann man direkt abheben und schnell losfahren. Deswegen ist die Drone meiner Meinung nach gut. Kommen wir jetzt zum Voltbike. Und das Voltbike ist für mich, ehrlich gesagt, sehr gut. Also man kann das Voltbike spawnen, was übrigens bei der Drone nicht der Fall ist. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Und die Höchstgeschwindigkeit ist ultra krass. Wenn gerade ein Polizist hinter dir ist, dann würde ich mal sagen, kommt er jetzt nicht so schnell hinterher. Ihr seht, es ist ultra krass und man kann es spawnen. Also mehr kann ich dazu ehrlich gesagt auch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung wegen der krassen Geschwindigkeit. Der Jet, der ist meiner Meinung nach gut. Also wir testen den jetzt mal. Er kostet natürlich auch 1 Million. Logischerweise kann man den Jet nicht spawnen. Und man kann Bomben sozusagen abwerfen mit linker Maustaste. Zack. Deswegen finde ich den Jet ganz gut. Was ich aber nicht so gut finde, deswegen ist er nicht in sehr gut, ist, dass man den nicht so überall spawnen kann. Mit Spawn meine ich übrigens, dass er nicht so zentral ist. Denn um ihn zu nutzen, muss ich entweder zur Police Base oder zum Flughafen. Was besser wäre, wäre, wenn er zum Beispiel beim 1 Million Shop spawnen würde. Das wäre nämlich viel zentraler. Dadurch, dass er zum Nutzen zu weit entfernt ist, ist er für mich nicht sehr gut, sondern nur gut. Vom Jet kommen wir aber jetzt zur nächsten Sache, und zwar zum Sloop-Boot. Es ist hier hinter dem Museum und ja, es hat 1 Million gekostet. 1 Million. So teuer war das Sloop-Boot. Und es kann nur einer einsteigen und es ist nur fürs Wasser geeignet, logischerweise, weil es ja ein Boot ist. Von der Geschwindigkeit muss man sagen, ja, man sieht, es ist ultra lahm, das Ding. Und es kostet $1 Million dafür, dass einer einsteigen kann. Natürlich können sich Leute hier hinstellen, aber wenn sie mal kurz laggen, können sie eventuell rausbangen. Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen. Deswegen ist das Sloop-Boot für mich unnötig. Also warum ist es überhaupt da? Kommen wir jetzt zum teuersten Auto in Jaybreak, nämlich das Concept Car. Das Concept Car spawnt in der Stadt. Auf jeden Fall kostet das Concept Car 2,5 Millionen. Es ist das teuerste Auto in Jaybreak. Dafür ist es auch das drittschnellste Auto in Jaybreak. Es hat coole Effekte und es können insgesamt 4 Leute rein, was ich auch ganz cool finde. Das Einzige, was schlecht ist, ist der Preis. Denn 2,5 Millionen ist schon ziemlich viel. Deswegen ist er nicht für mich sehr gut. Falls ich mich übrigens anders anhöre, es ist nachgesprochen, weil ich es vergessen habe, in der Aufnahme zu erwähnen. Deswegen kriegt
das Concept Car von mir ein Gut. Okay, jetzt sind wir fast am Ende angelangt. Noch 3 Fahrzeuge, also na gut, Ende kann man es noch nicht sagen. Wir sind so in der Mitte, würde ich eher sagen. Auf jeden Fall ist die nächste Sache dieses wunderschöne Teil hier. Und zwar der Tank. Der Tank kommt, würde ich sagen, in schlecht rein. Der Tank kostet nämlich 1 Million. Natürlich kann man mit dem Tank mit F hier auf Leute schießen. Aber 1 Million Dollar finde ich ehrlich gesagt nicht gerechtfertigt. Den Speed können wir uns ja mal anschauen. Natürlich ist es ein Tank, es ist ein Riesenteil. Es kann nicht schneller als 74 mph fahren. Ich würde es eher so im 250.000er Bereich ansehen. Dafür wäre es eventuell gerechtfertigt. Natürlich würden aber dann viel mehr Leute den Tank kaufen und dann in der Jailbreak Map damit Umfug machen. Deswegen ist 1 Million eigentlich ganz gut gesetzt. Aber von der Schnelligkeit her und von den Funktionen ist es leider mangelhaft. Deswegen auch in schlecht. Es können insgesamt 4 Leute rein, was natürlich ganz cool ist. Aber durch das Speed, ich habe es jetzt schon oft erwähnt, es ist einfach zu langsam. Das bringt einem fast gar nichts. Deswegen auch S-Tier schlecht. Kommen wir jetzt zur vorletzten Sache und zwar dem Monster Truck. Im vorletzten oder letzten Update, ich weiß es nicht mehr, wurde es nochmal bearbeitet und es ist jetzt nach der Bearbeitung, finde ich, viel, viel besser. Der ist super fürs Offroading, also für die ganzen Berge hier gedacht. Auf jeden Fall ist es für mich ganz gut. Kommen wir jetzt zur allerletzten Sache. Und zwar ist es ein Fahrzeug, was ich selber nicht besitze. Das ist das hier. Das ist fast zum Verwechseln ähnlich. Auf jeden Fall ist es der Trailblazer. Zu dem kann ich leider wenig sagen. Deswegen frage ich auch einen, der das Fahrzeug da besitzt. Ich habe mich jetzt über den Trailblazer informiert und würde sagen, dass er in gut reinkommt. Denn er ist das neuntschnellste Auto und auch gut fürs Offroading geeignet. Für einen sehr gut müsste er aber ein bisschen günstiger sein. Das Wurtback ist also das einzige Fahrzeug in sehr gut, also auch meiner Meinung nach das Beste aus allen diesen Fahrzeugen hier in dieser Liste. In der Infocard sind ein paar Videos verlinkt, wo ich mir Autos kaufe, welche auch in dieser Liste sind. Lasst ein Like und ein Abo da und ciao!